Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Projekt. Was es ist? Tja, seid überrascht oder auch nicht. Nee. Euclid Presents. Mist, man sieht es schon da unten. Das kennen wir doch wohl, ja. The Legend of Zelda Parallel World 2003 bis 2006 Euclid and Seth. Ja, der A Link to the Past Hack, der scheiß schwere A Link to the Past Hack. Parallel Worlds, ich freue mich gar nicht drauf. Beziehungsweise ich freue mich schon drauf, aber ich habe keine Ahnung. Ich spiele das blind, Leute. Ich spiele das blind. Ich bin tot. Ich habe gehört, dass er sehr heftig sein soll. Ich habe es schon mal gezockt bis zum, ich glaube, Wachhaus durch, aber egal. Wir werden ja sehen, was passiert. Ich werde sterben 3000 Mal. Ich werde 3 Milliarden Schlüssel nicht finden und ich werde 5 Jahre lang in einem und denselben Dungeon herumirren, um irgendwas zu finden, was ich finden soll. Oh, cool, sogar mit Zeitangabe. Hey, cool, los geht's. Der Paralleltower. Drago. Tyrant King. Tyrannkirch. Unsere Abenteuer. Der Plan ist. Wir sollen uns ins Wachhaus schleichen. Eine Person aus dem Wachhaus Gefängnis befreien, Dragos Pläne durchkreuzen und es ist so viel los, dass es hart ist, um diese Zeit zu schlafen. Ist es bereits Zeit zu gehen? Riku, es geht los. Ich kann kein Englisch mehr. Dies ist unsere Chance, uns ins Wachhaus zu schleichen. Triff mich vor dem Wachhaus, welches ich auf deine Karte markiert habe. Drücke X, um deine Karte zu sehen, wenn du außen bist, blablabla, wenn du außerhalb bist. Und ich habe gerade gesehen, unsere Magie hat sich irgendwie aufgefüllt. Aus irgendeinem Grund. Ja. Welcome to the Hack, Version 1.1. Okay, ja, unsere Magie scheint sich nachzufüllen, das ist sehr schön. Und hier ist eine Bombenwand, aber egal. Ihr seht, neuer Sprite, alles ist neu, so ziemlich wirklich alles in diesem Hack ist neu und ich meine, guckt euch die Weltkarte an. Es ist nicht dieselbe. Es ist total episch. Okay, jetzt müssen wir da zum X hin. Und die sind bereits Monster und wir haben kein Schwert. Das heißt, wir haben ein Problem. Das Problem ist, erstmal dahin zu finden. Aber wir können jetzt anscheinend über 5000 Rubine, beziehungsweise über 1000 Rubine schleppen. Stirb, Wache. Was sagt denn die Wache? Es ist gefährlich, draußen allein rumzulaufen. Kind, blablabla, du solltest nach Hause gehen. Blablabla, ich kann kein Englisch. Nur so nebenbei. Und wir sind in Kakariko Village. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ach, da oben ist das Wachhaus. Ah, wo muss ich nochmal lang? Ich hab's schon mal bis zum Wachhaus gespielt, aber ich habe das Wachhaus auch schon mal durchgehabt, aber ich habe keine Ahnung mehr wann. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das ging hier lang. Was will ich beim Friedhof? Ich will nicht zum Friedhof. Scheiße, sind die Wachen schnell. Ja, das Spiel ist wirklich schwerer geworden. Nichts hier rein? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich werde wahrscheinlich dem ersten kompletten Part nur herumirren. Schießt er auf mich? Nein, cool. Hilfe! Mami! Nein! Sie wollen mich töten! Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg und schon netzen sie. Oh Gott, schon netzen sie mir einen Amos Knight auf dem Hals. Boah, ey, Hilfe! Wo bin ich? Was ist hier drin? Oh, Geld, wenigstens etwas nützliches Zeug. Ich werde, glaube ich, sehr oft sterben. Oh, ein Kies. Ja, cool. Ich habe aber was zum Werfen. Ich sollte nicht alles hier mit. Ich sollte mal einen Topf mitnehmen, wenn ich mich richtig erinnere. War da hinten noch was? Jetzt sag ich doch. Stirb. Und eine Truhe. Mit der Lampe. Die nehme ich doch gleich mal mit. Ach ja, jetzt haben wir schon mal die Lampe. Wenigstens etwas. Na toll, jetzt sind wir bei unserem Haus. Egal, jetzt haben wir die Lampe. Ah, ich weiß, glaube ich, jetzt, wo man lang muss. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ja, ein bisschen weiß ich noch. Da, nee, hier lang, hier rein nicht. Wir müssen hier durch den Wasserfall durch. Durch in die Höhle beim Wasserfall rein. Denn hierfür braucht man die Lampe. Ah, oh, da liegt Geld. Können wir das erreichen? Ja, cool. Geh an. So, jetzt haben wir ein bisschen Licht. Und jede Menge Geld erstmal schon.
Nee, ich habe keine Pegasus-Schuhe, das ist scheiße. Ach ja, schon bin ich wieder am Zelda spielen, obwohl ich gerade mal eins wieder durch hatte. Wegschieben. 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 Okay, jetzt geht's eindeutig nicht weiter. Ich dachte, hier müsste man lang. Aber dem war anscheinend nicht so. Vielleicht, weil ich hier natürlich übersehen habe. Ich. Hallo? Ah, da oben. Trotzdem war es jetzt merkwürdig. So, jetzt sind wir hier. Na okay, ich glaube, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir da ins Loch müssen. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, hier sind wir. Verwirrend. Nur so nebenbei, Leute. Vergesst jene Zelda-Logik. Ihr werdet sie in diesem Spiel nur als Hindernis vorfinden. Zumindest soweit ich weiß. Oh Gott, diese Bumper-Viecher. Oh Gott, die ziehen erst auf ein Herz ab. Scheiße. Oh, wir sind in der Lupo-Intersection. Ach ja, mal gucken, wenn ich durch diesen Part halbwegs gut durchkomme, werde ich vielleicht ohne Save State spielen. Aber ich habe die Überlegung, ich hatte schon überlegt, ob ich mit Save State spielen soll. Ja, weil das Spiel doch schon recht hart ist und sich nicht jedes Mal von A nach B... Boah, hallo. Ich nicht jedes Mal von A nach B laufen muss, weil ich nicht gleich schon wieder sterbe. Ich drehe durch. Wo muss ich lang? Oh Gott, das ist ein Scherz. Nein. Gott, Gott, Gott. Scheiße. Aha. Boah, ist ja härter als du hier. Boah. Heilige Scheiße, wo muss ich lang? Boah, ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Okay, hier mache ich jetzt erstmal ein Safe State. Ja, Safe State. So. Ich habe gerade die Shortcuts nicht im Kopf. So, hier habe ich jetzt ein Safe State am Anfang dieses Wachhauses. Und da müssen wir jetzt rein mit einem Herz. Na, großartig. Und ohne Schwert. Wir kriegen das Schwert auch nicht so schnell, glaube ich. So, erst im Wachhaus. Großartig, Wachhaus. Ich werde so sterben. Ach ja. Für alle, die es jetzt ärgert, dass ich mit Safe State spiele. Ich lasse mich nicht umstimmen. Das Spiel ist wirklich zu schwer. Ich habe bis jetzt auch noch keinen LPA gesehen. Also ich habe noch nicht mal einen deutschen LPA gesehen, der das Spiel bisher gemacht hat. Kaum, ob ich der Erste bin, aber ich glaube nicht. Aber ich habe bis jetzt noch keine LP davon gesehen, was nicht mit Safe States ist. Und ich habe auch noch gar keinen LP davon komplett gesehen. Weil ich nicht blöd bin. Ich wollte das blind machen, unbedingt. Ich meine, es ist ein Zelda-Spiel und Zelda spiele ich immer blind, wenn ich LP. Naja, nicht wirklich, haha. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Okay, die Wache töten wir mal, vielleicht hat sie ein bisschen Zeug. Ha, ja, danke. Okay, die Wache ist Hyperspeed. Wir bräuchten Bomben, hier sind so viele offene Truhen. Ach ja. Ich erinnere mich wirklich dran. Ah, hier ist aber noch ein Schlüssel, sehr schön. Den nehme ich doch gleich mit, aber die Wache kann ich eh nicht töten. Und die Truhe kriege ich, glaube ich, eh nicht auf. Ja, erst später. Ich weiß nicht, ob man die aufkriegt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen Schlüssel. Wupp, oh fuck. Wie hat die mich denn nicht gesehen? Ach ja, boah, das wird so viel Spaß machen, sag ich euch. Dieses dauernde Sterben und boah, freue ich mich gar nicht drauf. Und irgendwie doch schon, weil es halt ein Zelda-Spiel ist. Und ich liebe Zelda, auch wenn es nicht mal ein offizielles ist. Es ist Zelda und Zelda ist Zelda. Wow, ich komme ganz schön gut voran. Mist, nicht getroffen. Ach ja, das wird so lustig, Leute. Ich sag's euch, ich werde sterben. Na, ich hab's jetzt schon tausendmal gesagt, dass ich sterben werde. Wow, echt schweres Rätsel. Wo müssen wir lang? Okay, hier hat man jetzt... Doch, da kann man durch. Ich dachte, man muss da getroffen werden. Aber egal.
Hey, du Wache, wir sterben. Herz haben wir schon voll. So, wo müssen wir jetzt lang? Ach, nee. Ich frag mich gerade. Ups. Komm her, blaue Wache. Okay, da ist eine grüne Wache. Scheiße. Ach Mist, ich dachte, da wäre was. Aber egal, man kann ja nachgucken. Vielleicht wäre da ja eine ein Schlüssel gewesen. Oh, verpiss dich. Ich will die ganze Zeit mit dem Schwert draufhauen. Ich drücke die ganze Zeit wie blöde X auf mein PS3-Pad, aber... Nein, natürlich nicht. Ach, natürlich werfe ich daneben. Wenn du, dass die Blauwache sofort auf mich aggro wird. Aber ich gut genug bin, um sie auszutricksen. Ach, der Raum. Ja, der war auch lustig. Boah, hier ist die Wachen immer so seitlich laufen können. Wuppa. Oh, Glück gehabt. Oh, wir gehen noch weiter nach unten. Ich glaube, ich werde ach du Scheiße, sind wir hier? Im Verhörungsraum. So, ja, halt. Ach, wir sind schon kurz vorm Schwert, glaube ich, soweit erinnere ich mich noch. Ich habe einen Schlüssel dabei. Weiterkommen, ich glaube, ich brauche drei, um da. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, hier will ich nicht ernsthaft einen Schlüssel. Nee, hier verschwinde ich keinen Schlüssel. Oh Gott, Chain and Ballmans. Oh Gott, zwei. Haben die vielleicht einen Schlüssel? Nein, da verschwinde ich jetzt lieber nicht. Ah, fuck. Das tat weh. Mick hat vor dem Morgenstern in sein Gesicht bekommen. Müsst ihr mir vorstellen, ihr lauft da rum, kümmert euch um euer eigenes Gesicht und bam, habt ihr so einen Morgenstern im Gesicht sitzen. Und denkt nur, was zur Hölle sollte das? Ah, Stier, gib mir Herz, danke. Gib mir dein Herz, ich bin ein Herzloser. Hier muss man einmal Schaden nehmen, glaube ich sogar. Also, lass mich in Ruhe. Blablabla, Prison Wardens Room, interessiert mich nicht. Boah, ey, ich bin jetzt schon wieder völlig verirrt. Na toll. Ach ja, ich brauche den großen Schlüssel für die Dinger. Nein, ich gehe jetzt nicht links lang, weil ich glaube, ich weiß, dass links böse ist. Fuck, 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 fuck. Boah, wie konnte ich da nicht getroffen werden? Oh, ein Herzteil. Nein, 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 nein. Link, renn, Link, renn, Link. Boah, ey. Oh, nee, 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 nee. Oh, fuck, wenn ich mich recht erinnere. Moment, fuck. Ich bin getroffen. Ich habe falsche Taste gedrückt. Okay, ich mache erst ein Safe State. Leute, tut mir leid. Und wegen dem Safe State habe ich jetzt auch noch ein Hit-Kassett, denn ich will jetzt hier nicht drauf gehen. Ja, boah, das war knapp. Man kann die Dinger austricksen, indem man ruckartig die Richtung wechselt, denn manche fliegen immer so kurz vor einem. Boah, das war knapp. So. Gleich haben wir es geschafft und das war's. Und euch geht das Piepen auch schon auf die Nerven, richtig? Haha, wusste ich's doch. Ihr habt mir zwar nicht geantwortet, aber scheiße. Was ist da drin? Der große Schlüssel. Okay, jetzt mache ich nochmal ein Safe State. Tut mir leid, dass ich jetzt die Kombi gerade auf der Tastatur nicht auskenne. Ich habe. Ja, ich Safe State normalerweise nie, aber egal. Boah, hier lebe ich. Komme ich jetzt mal lebend raus? Nein. Verpiss dich. Okay, solange ich in der Tür stehe, kann er mich nicht sehen. Jetzt rennt er da. Arschloch, ey. Boah, ey. Jetzt aber schnell. Puh, Glück gehabt. Herz? Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es da keine Herzen drin. Warum sollte es auch? Die Tür war noch nicht mal auf. Wo muss ich jetzt lang? Ne, wenn ich jetzt da oben lang gehe, komme ich dahin, wo ich nicht hin will. Glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel. Wo ich den finde, ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist keiner. Mist. Na toll, ich darf jetzt den ganzen Weg wieder rumrennen. Oh nee, ich glaube, da ist der Schlüssel auch noch. Dafür brauche ich mindestens einen Herz, um da durchzukommen. Ey, du Wache, gib mir ein Herz. Gib mir dein Herz. Na toll, leider nicht.
Die Wache war nicht so freundlich und hat mir nicht ihr Herz gegeben. So, ist die Wache vielleicht so freundlich und gibt mir ihr Herz? Nein, natürlich nicht. Egal, dann gehe ich wieder nach oben. Ich guck mich mal nach oben an. Ach ja, hier sind ja die Ball & Chain Trooper. Opa. Was haben wir denn hier Schönes drin? Stirb! Stirb! Oh boah, nicht ernsthaft 3? Oder 4? Oh, toll, 5 Rubine. Boah, ich dreh durch, ey. Bin ich da schon rechts lang gegangen? Ich glaube nicht, ne? Ja, danke. Endlich nicht mehr dieses nervtötende Piepen. Nein, hier war ich noch nicht, aber hier brauche ich auch nicht lang, weil es da nicht lang geht. Zumindest nicht jetzt. Ach, ich glaube, ich mache gleich schon Schluss mit diesem Part. Dann mache ich gleich den nächsten Part. Wenn wir hier durchgehen, was ich jetzt nicht unbedingt wollte, dass der Penner mich trifft, denn jetzt piept es wieder. Sieht man hier, da oben ist unser Opa. Mit einem Kukiri-Schild. Deko-Schild. Nicht Kukiri-Schild, Kukiri-Schwert. Das ist kein Kukiri-Schwert, das ist ein ganz normales 0-15-Schwert. Ja, hier brauchen wir einen Schlüssel für, genau hierfür. Und dieser Raum ist Dreck, sag ich euch. Deswegen werde ich gleich in diesem Raum ein Safe State machen, wenn ich den Schlüssel gefunden habe. Aber das werde ich jetzt im nächsten Part machen. Ciao und Bam!